punktgleich gegen die Eisbären Berlin und die Krefeld Pinguine in den 18. Spieltag. Soll heißen Tabellennachbarn. 27 Punkte aus den ersten 17 Spielen und damit auch die Chance für das Team von Brandon Reed vorbeizuziehen an den Berlinern. Die in den blauen Trikots im ersten Drittel von links nach rechts unterwegs und in der fünften Minute mit André Rankel an der Scheibe. Der wird nicht attackiert und zieht einfach mal ab. Das 1:0 für die Eisbären durch den Kapitän. Zweites Saisontor für André Rankel, der vor der Deutschland-Cup-Pause wieder in Fahrt gekommen war. Dieses Tor soll heißen, 4 Spiele in Folge nun gepunktet für Rankel. Aber die Antwort der Pinguine ließ nicht lange auf sich warten. Die 7. Spielminute, das ist Seifert mit dem Pass in den Slot. Und Patrick Berglund hält die Kelle rein. Das 1:1 durch den Schweden, der seine starke Saison fortsetzen kann. Seifert hat den Kopf oben und genau das hat er auch beabsichtigt. Nicht aufs Tor schießen, sondern den Schläger des Mitspielers finden. 1:1 nach 20 Minuten. Ein durchaus unterhaltsames Spiel, das noch unterhaltsamer werden sollte, dann im Mittelabschnitt. Frühes Powerplay für die Eisbären. Eine Disziplin, die sie so gut wie kein zweites Team beherrschen in der deutschen Eishockey-Liga. Das beste Powerplay der DEL. Und es schlug auch hier wieder zu. Marcel Nöbels nach 40 Sekunden im Mittelabschnitt mit der erneuten Führung für die Eisbären. Schön freigespielt von James Shepard. Die Abstände zu groß. Im Drittel der Pinguine und damit wieder Berlin vorn. Die versuchten sofort nachzusetzen. Conteri scheitert am neuen Torhüter Ilya Proskurjakov. Und dann ging es schnell in die andere Richtung. 3:2 Kontersituation für Krefeld. Berglund schießt, die Scheibe rutscht durch und Chad Costello mit dem 2:2. Nur 21 Sekunden nach dem Rückstand der erneute Ausgleich für die Krefeld Pinguine. Die Kombination Berglund-Costello, sie funktioniert weiter ganz gut. Clément Jodrin etwas nachdenklich. Er hatte eine gute Trainingswoche seiner Mannschaft gesehen und wollte nun natürlich auch Punkte mitnehmen aus dieser Partie. Ausgeglichenes Spiel, dann auch im letzten Drittel. Die 43. Minute und die erneute Führung für die Eisbären. Marc Conteri mit dem Handgelenkschuss von der blauen Linie. Nicht unhaltbar. Proskurjakov greift daneben. Der Russe in seinem ersten Saisonspiel wirkte noch etwas eingerostet. Man verspricht sich natürlich in Zukunft einen starken Rückhalt. Und die Eisbären, die hatten nun Spaß gefunden an den Schüssen von der blauen Linie. Frank Hörtler hat mit diesem Geschoss das 4:2. Die Eisbären zum ersten Mal in der Lage, ihre Führung auszubauen. Schön freigespielt von Smith und das erste Saisontor von Frank Hörtler noch perfekter kann man den nicht mehr oben ins Eck hauen. Also 2 Tore Rückstand für Brandon Reed und die Pinguine, die aber nicht aufsteckten. Ohnehin auswärts gut dabei sind. 6 von 8 Spielen in der Fremde konnten sie bis zu diesem Zeitpunkt gewinnen. Und sie machten weiter und kamen noch einmal ran. Chad Costello mit seinem 2. Tor in diesem Spiel. Etwas mehr als 7 Minuten vor Ende der Partie. Auf Zuspiel von Berglund. Diese Reihe bereitete Berlin den ganzen Abend Probleme und machte das Spiel hinten raus noch einmal spannend. Saisontor Nummer 8 für Chad Costello. Die Schlussphase. Kevin Puller zeigte einige starke Paraden, um die Eisbären in Führung zu halten. Und dann ein 2:1 kommt er 2 Minuten vor dem Ende. André Rankel macht es selbst. Und damit das 5:3. Der Schlusspunkt in dieser Partie. Der Doppelpack auch für den Berliner Kapitän. Er eröffnete diese Partie mit dem 1:0. Und er beendete sie auch mit einem Handgelenkschuss ins kurze Eck. Ich habe die komplette Vorbereitung verpasst mit einer Verletzung und war immer hinten dran, immer im Rückstand. Und den musste ich aufholen und das war sehr, sehr anstrengend und teilweise auch ein bisschen hat das Selbstvertrauen genommen, wenn man noch nicht ganz so fit ist, wie man sein will, wenn man weiß, wie man spielen könnte, aber es noch nicht so umsetzen kann. Von daher ist es jetzt schön, dass ich die Zeit hatte jetzt in der Pause auch und ein bisschen davor wieder in Schwung zu kommen. Und das freut mich natürlich sehr und dass ich der Mannschaft helfen kann damit. Yeah, they're a good team. They got a really good roster. It's a tough loss for us, but we'll regroup here and here for Sunday at home. But yeah, it was a tough loss. They got a good team.
Chad Porcello beklagt die knappe Niederlage. Es wäre mehr drin gewesen für Krefeld. Nach 3 Siegen am Stück gibt es mal wieder nichts für die Pinguine. Die Eisbären mit 4 Siegen aus den letzten 5 Spielen nehmen Kurs in Richtung weiter oben. Krefeld.